Sports Gaming. Herzlich willkommen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr genießt das Wetter. Was ist heute das Ziel? Also für alle die, die das im Trailer noch nicht so fit gekriegt haben. Wir werden heute mal einen kleinen Überfall auf den Flughafen vornehmen. Ja? Ich weiß so ganz genau, wie das läuft. Wir werden wahrscheinlich, also vielleicht verrecken wir. Ja? Aber hauptsächlich werden wir mehr Mumpeln vergeuden, als wir dann überhaupt wieder reinholen. Ja? Das Wortesystem ist ziemlich abgefuckt. Aber ich hab's ja auch ein bisschen heftig eingestellt, ne? So muss das. Wo ist denn jetzt? Genau. Ich glaube, wir nehmen die M249 mit. So, also das Ding, wir werden heute uns in die Rundhallen kuscheln. In der Hoffnung, dass wir vielleicht noch eine Rakete finden für unsere Raketenwerfer, ne? Rundhallen. Die Bots werden natürlich Stress machen. Aber wir werden sie auch schön triggern, während wir anfliegen. Da fällt mir gerade mal ein, wir haben doch noch eine EMP, die uns dann nie was bringt, ne? Wir können nämlich die Bots ein Stückchen weglocken von den Hallen. Das Blöde ist, die rennen halt dann zum Flugzeug, beziehungsweise dorthin, wo wir sind. Und dann sehen sie uns und dann rennen sie uns ja hinterher. Okay, vergesst den Plan. Wir werden das schon irgendwie gewuppt kriegen, wa? Und wenn nicht, es war schön, euch gekannt zu haben. Ja, ja. Da sind sie nämlich die Schnullis. Ich hab keine Hube! Ich hüb die gar nicht! Ja, jetzt ja! Wenn ich sonst nicht kann, fließen kann ich. Mann aufs Maul. So Leute, jetzt müssen wir hier irgendwie landen. Jetzt haben wir die ja genug geflamed und geblamed. Suchen wir uns mal einen kuscheligen Platz. Ja, hier sieht es doch schnucklig aus, hä? Jetzt hauen sie die Granaten runter. Ja, hier, ne? Das ist jetzt mal zwei.
Fuß. Was? Oh, scheiße, das, wenn dieser Rotor so oben steht. Das ist immer so pimmelig. Jetzt schwitzt er. Die ganze Zeit Mimimi. Hat sogar Gesundheit verloren, weil es ihm zu kalt war. Da will ich doch verarschen. Bönchen, du gehst mir richtig auf den Sack. Ich zieh dich extra warm an. Und dann hier, ne? So, jetzt haben wir hier drei Bots. Dort. Und da. Okay, der ist nicht getriggert, oder? Ist nicht gesehen, wie schnell das gedreht hat. Jetzt wäre das hier natürlich nicht praktisch. Das ist scheiße. Das war jetzt dumm. Sind da andere hin? Da müsste ich jetzt dann durch diese ganzen Büsche, in der Hoffnung, dass da mich dann irgendwie verliert, ne? Hold me tight! Tight. Wie tight? Sei eng. Gab's dann schon mal Rapper zu dem Thema? Ja. Ich müsste schon früher als Kind dauert irgendwas zu irgendeiner hässlichen Hintergrundmusik erzählen. Ja, Weihnachten und so, Gedicht und sowas. Irgendwas rumstammeln, damit ich kriege, was ich will. Am Ende war es ein Zahnputzbecher mit dem Plüschvieh drin und hier Ostschokolade. Jetzt hab ich den Weihnachtsmann gleich wieder vom Kopf gehauen. Ja, schon mit 4 Jahren hat man irgendwie Ansprüche und so, ne? Das System hat sich nicht durchgesetzt, ne? Wenn es bei Kindern versagt, versagt es bei Erwachsenen erst recht, ne? Plus Erwachsene haben ja 40 Jahre gebraucht, ehe sie es gerafft haben. Als Kind wusste ich das schon sofort. Das Konzept hat keine Zukunft. Ja, jetzt dreht er ja wieder an die Seite rum, da sieht er mich. Ich muss da in den nächsten Buch. Ich drück mal ein Stück. Ich kann irgendwie nicht rennen, wieso denn das nicht? Ich kann gerade nicht rennen, ich kann nur joggen, wieso denn das? Das ist denn jetzt schon wieder scheiße. Ja, das fehlte jetzt noch. Hab ich irgendwas gedrückt? Ah, die Kontrolltaste ist festgeklemmt, da kann der nicht rennen. Oh mein Gott. Ach, jetzt ist es ihm kalt, da will mich doch rollen. Jacke an, Jacke aus. Weißt du, du kannst mich langsam mal an der Puu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 u
Wie gut sind die? Jetzt kommen sie. Jetzt gibt's da richtig ins Maul. Die kommen nicht rein, weil sie alle gleichzeitig rein wollen. Ich mach mal wieder zu. Das mögen sie gar nicht, hä? Ja, ihr seid nicht zu meiner Party eingeladen. Regenanzug, Mantel. Knautschbaumstrauch. Gib mir doch mal nicht den Scheiß, den ich schon hab. Oh Gott, die sind draußen alle. Wo ist der Springer hin? Der hat mir gleich 10% abgezogen, hä, der Eimer. Oder warte erstmal, bis die Bots mich erwischen. Da bist du gleich tot. Beim ersten Schuss vielleicht noch humpeln und dann der zweite, da macht dich komplett platt. Eine Tarnanzugsjacke. Ihr Böhnchen, ist ja nicht warm. Und wir hauen das weg hier. Die Tarnanzugjacke, die können wir ja anziehen. Mir ist warm, du Duli. Und du siehst aus hier wie so die Schamhaare von Samson. Da schläft doch nachts hier. Tiffy drinnen. Oh. Kann man auch immer gebrauchen. Kommt denn ihr her? Ja, das hören jetzt natürlich alle auch die Springer. Oh shit. Du hast gehört, wie die Tür aufging. Naja, ich mach mal zu hier meine Sonne, hä? Oh Scheiße. Ihr habt alle Kisten schön? Bin mir so ein Fischer. Ja? Ja. Das ist es so schon bei Abgang, wenn die Dinger aufgehen. Bei Alien haben wir ja schon gelernt. Eine kurze kontrollierte Feuerstöße. Setze du hin, du Eimer. Der Bot kommt. Muss weg. Vor allem der Bot, der bleibt dann hier stehen und guckt bleibt her, was er löst. Der Bot kommt mir ein bisschen zu nah hier. Mach mal zu hier. Ach so, wird schön abisoliert, hä? Jetzt klappt das schön über der Schatten. Die Klingel, du Spaß. Ich geh nicht. Scheiße. Scheiße, wo baller ich denn hin? Mein Gott. Machen die dir für komisches Gehuppe? Guter Bot. Das ist immer geiles Timing, hä? Drehst du zur Tür rein und der Bot guckt genau in dem Moment. Guckt er in deine Richtung. Es ist jedes Mal so. Ist nicht so, dass er dir gerade mal einen Arsch zudreht oder sowas, ne? Aber damit sollte man sowieso vorsichtig sein. Okay. Und ab in die nächste Mumel. Schwimmen wir halben Sprenger. Komm her, ich will heute Königsberger Klöpse machen. Keine Zeit für diesen Schmus. Ich frage mich, wo die alle herkommen. Vielleicht sollte ich denen eine Joint hinlegen, hä? Vielleicht sind die einfach nur unentspannt. Vielleicht brauchen die einfach bloß mal ein bisschen was Entspannendes. Der Alkohol ist was für alte Leute. Und außerdem, die Droge macht ein bisschen... Nee, Alkohol ist... Alkohol ist eine schlimme Droge, ja. Sterben Jahr für Jahr Tausende alle in Deutschland. Die meisten Plörre kannst du gar nicht saufen. Manchmal hörst du das auch nicht, dass die Türen hier aufgehen. Da rennt die Sprenger auf dich zu und dann... Schlüpfen. Dann war's das. Ich soll 10 Mal draufdrücken. Was ist denn das hier für eine Winterkollektion? Wir schwitzen wie eine Sau. Haufen Wintergelumpe. Ja, noch eine Wintermütze. Was ist das für ein Gulli? Guck dir das an, nur noch Mützen hier. Lecke mich doch fette. Da lachen sogar die Sprenger, hä? Ja, die laufen im Unterhäuschen rum.
Sind bestimmt in ihre Mützen, hä? Das ist ja, als ob der vor Weihnachten, ja, in deine Eltern dir gesagt haben, gucke nicht in Briefkasten, gucke nicht in den Schlafzimmerschrank. Das ganze Jahr über haben sie nicht gesagt, weil, wen interessiert denn der Schlafzimmerschrank? Da guckt ja keine Jahre rein, hä? Aber zu Weihnachten, hä? Gucke nicht in den Schlafzimmerschrank. Ja, und das machst du natürlich, sobald die weg sind. Gucke in den Schlafzimmerschrank. Und dann bist du enttäuscht, weil eh wieder bloß alte Socken rumliegen, ja. Socken. Könnt doch gleich sagen, dass sie mich nicht geliebt haben. Ich hab sie gar nicht gesehen. Ich bin doch bloß ein Löwen des Schamrad, du B. Für kahle Bären. Du bist deine Maus, ne? Oh, fuck. Wo kommt sie daher? Ups. Noch einer. Och nö. Oh. Was machst du nur? Shit. Wieso habt ihr hier das Schwert? Oh, shit. Scheiter. Oh, shit. Ich seh nicht. Das ist... Oh, fuck! Ui, hat Scheide gesagt. Der Bot. Die Böben. Das Böhnchen. Jetzt aber trocken. Das gibt's doch wohl nicht. 100 Schuss und jetzt sind wir trocken, oder was? Das wird ja schon mal. Jetzt kommt die nächste Puppe. Das war's. 100 Schuss, Junge! Fick dich! Die Waffen, das ist doch alles hier Puppengeschirre! Gibt's ja noch den Flughafen oder haben sie den wegrationalisiert? Am Ende des Quadranten hört er F. Mir ist kalt. Hier am Arschloch ist dir kalt. Da drin hat's das warm gehabt, das Öl, das ist undankbarerweise gestorben. Ich hab's doch gesagt. Im letzten Video, weißt du? Da hast du so eine schwere Wumme und beim nächsten Spot, ja, wo es ein bisschen kritisch ist, ist das Ding wieder weg. Es ist immer so. Kalt. Deine Leiche wird kalt. Ach, das ist jedes Mal so. Da holen die irgendwo, kommt die Lootfee an und tut's aus ihrem Tittenhalter noch einen Sprenger rauszaubern, weißt du? Und die weiß ganz genau, jetzt ist es alle. Jetzt ist die Mümpel alle. Und dann zwitscht da so Blätter und dann, ach ja. Wenn du lässt durch den Wald. Jetzt springst du auch noch wie so ein Reh. Hier gibt's keine Rehe, hier gibt's gar nicht. Die Scheißwälder hier sind leer, sie sind tot. Tot wie du! Am Flughafen! Wenn du mal Bescheid findest. Bönchen, willst du mich jetzt verarschen? Ja, das ist ein Stein. Ich habe aber gesagt, ein Stein und geh Felsen. Das ist ein Felsen. Den kriegst du nicht kaputt. Steine, die kaputt gehen. Halber. Jetzt gibt's hier im Wald keine Steine, oder was? Tatsache, wir müssen auf der Wiese gucken. Komm, Bönchen, merke dich mal aus, hier deine Leiche. Die weiche Leiche. Wir brauchen Bögen, wir brauchen Pfeile. Dann gehe ich in diese schiere Anzahl von Buben, hast du einfach keine Chance. Da brauchst du ja... Ah, weißt du, das nächste Mal nehme ich einfach 2 von diesen Gewehren mit. Und wenn das nicht hilft, nehme ich 3 mit. Eine passt, 2 passen bestimmt noch in den Rucksack. Weißt du? Schmeckt? Wo müssen wir halt lang? Ach, leck mich doch fett. So, was brauchen wir denn? Hier, auf dem Büsche brauchen wir.
Ah, die Rundhallen, hä? Dafür, dass da so wenig Gelumpe drinne ist, wird das ganz schön heftig bewacht. Da ist Straßenschild, da steht drauf Jenseits von Eden. So, jetzt machen wir mal hier so Gerät. Oh, ich schwitze wie eine Sau hier. Obwohl, ich habe noch nie eine Sau schwitzen sehen. Außer sie liegt in der Pfanne. Als Schnitzel. So, jetzt brauchen wir Steinchen. Oh mein Gott, Agape. So, Böhnchen, jetzt machst du uns mal so ein Ding hier. Warum gibst du ja was zu essen? Ich koche Lasagne für den, weißt du? 250 Minuten warten, bis diese Grütze fertig ist, hä? Und dann... Du kannst gleich sagen, dass es dir nicht schmeckt, weißt du? Du musst dich da nicht in den Tod stürzen. So realistisch wollen wir es ja nur wieder nicht haben. So, jetzt machen wir mal die Kackachs. Nee. Oh, Kaffee. Wie haben wir denn das? 22 Uhr. Jetzt muss ich leise rumschreien. Das ist eine Logik, hä? Leise rumschreien. So, jetzt brauchen wir trotzdem noch einen Langstock. Und ich glaube, wir müssen nochmal Seil machen. Habt ihr auch so viel Spaß wie ich? Ja, ja. Ist der Bogen hinter. So. Jetzt mal raus hier aus seinen Schlüppern und aus seinen Socken hier. Mir ist kalt. Wieso nimmst denn du die Axt? Du hast doch das Steinmesser. Jetzt ist die Axt, die ist doch schon auf 89%. Ja, ja. Wir haben das Tutorial mit Dina gespielt. Dina ist ja der Computer, den man so im Körper hat, ne? Guck mal, Geburtstagshut können wir dir noch machen. Okay, was fehlt jetzt für den Kurierrucksack? Wir haben Seil. Läppchen. Nein, nicht das Hemd. Ruhe, Böhnchen. Wir müssen die Pfeile auch schon mal neu tun. Wenn wir auch nur die geringste Chance haben wollen, dass wir unser Gewehr und das, den ganzen Scheiß wieder kriegen. Was für Schlöbe. Ich glaube, der beste Loot ist der, den du beim Tod dort selber liegen lässt. Warum packst du das jetzt ein? Na, echt mal. Wenn ich jetzt in die Halle reingehe, da finde ich ein Gewehr. Ja, ein schönes, fettes Gewehr. Nicht in den Rundhallen findest du keine Waffen. Du findest ja Haufen Mützen, aber keine richtigen Waffen. Das ist doch Gulli. Findest du nur noch Munition und Mützen. Und Mützen. Und ab und zu mal eine Sonnenbrille. Aber Waffen? Nö. Eine Rakete wollte ich haben. Da gehst du doch schon wieder so dumm. Ach, bloß dein Halsenge, du Vogel. Stopp schon mal was anderes da rein. Was ist denn hier los, hier der Bubi? Oh mein Gott, das hab ich nur im Ohr für eine Krütze. Das kommt davon, wenn man aus Versehen sich nach dem Duschen im Spiegel anguckt, hä? Ah. Da klappt's Ohr gleich zu. Der Böhnchen, alles fit? Ja, pass auf, jetzt kommt noch ein Wolf an. Das hat ich auch schon früher gehabt, hä? Wo es noch Tiere im Wald gab. Frisch gestorben, frisch runtergekommen. War froh gewesen, dass ich einigermaßen mich wieder ausgestattet habe mit Axt und dem ganzen Scheiß, ne? Schwupps von hinten, mich Wolf in den Arsch gebissen. Zwei Bisse, schwupps bist du tot, hä? Dein Käse. Das kann Stunden dauern, bis der Wolf hier erstmal an deinen Hals kommt. Der Wolf versucht, seinen Hals zu erwischen. Der hat die Kehle durchzubeißen. Es ist bei Katzen genauso, bei Großkatzen, bei Kleinkatzen. Ja? Wenn die Beutetiere kleiner sind als der Prädator, also das Raubtier, dann beißen die hinten in den Nacken rein, ne? Schneller, sauberer Cut, würde man in Hollywood sagen. Und wenn das Tier größer ist, wie zum Beispiel eine Gazelle oder ein kleiner Elefant oder sowas, dann gehen sie nach vorne, ja? Der Kehlenbiss. Damit brichst du denen zwar nicht das Genick, aber du erstickst die langsam. Du wirst müde und schläfrig und sowas, ne? Tier-Dokus, ne? Da geht's nicht immer nur darum zu bumsen. Obwohl das natürlich das Highlight eines jeden Doku-Films ist, ne? Wenn so, ich hab immer geguckt, ne? So zwei Schimpansen auf dem Baum, ne? Und der Affenmann sieht, ah, da hockt hier so eine Bärbel. Da ist er hoch auf dem Ast, zu der Bärbel. Und hat sie von hinten geknallt und da bricht der Ast. Und die Affen sind runtergeflogen. Ja. Aber wenn man schon so dumm zum Ficken ist, hä? Aber naja, gut. Das sind unsere Verwandten und so. Mehr gibt's zu dem Thema auch nichts zu sagen, ne? Das ist wie hier mein peinlicher Sexunfall oder sowas, ne? Was die Leute sich alles irgendwie die Körperöffnung reinrammen, das ist überhaupt gar nicht mehr feierlich.
0,5 Liter PET-Flaschen, Staubsaugerrohre. Und Männer stoppen ihr Gemüse auch gerne mal in eine gefüllte Paprika oder in Melon oder eine warme Apfelkuchen. Ich verstehe das einfach nicht. Bei den Gemüsepreisen, da kannst du einen Puffbesuch leisten. Naja, ja, echt mal. Warum so Ersatz suchen, weißt du, wenn du auch das Original haben kannst, also eine Frau. Ja? Also können. Gemüse muss man ja nicht fragen. Bei der Frau, da muss man schon, ne? Da muss man sich schon ein bisschen mehr anstrengen, ne? Da muss man schon fragen, ja, darfst du mal so. Gehen dann durch shoppen. Ja, du brauchst ja so eine neue Leggings und der Armreifen und ja. Ach, was weiß denn ich, was Frauen alles wollen? Ich weiß ja nicht mal, was ich will. So, das war doch der letzte Wunderhalle, hä? War ja klar. Jetzt müssen wir irgendwie rüberkommen. Der Leiche ist weg, hä? Nee! Ich bin doch leise. Oh, nimm doch mal die... Ach, das ist der Bogen. Jetzt klappt er schon wieder... Also... Jetzt halt, guck doch, du Peppe! Du Pleppe! Ich kann das ja nicht sehen. Jetzt kommt der Bot. Komm, mach zu. Hallo? Das sieht nicht. Ich krieg die Ritze von der Türe nicht gegriffen. Hier den Finger rausstreckt, hä? So, unser Gilly. Und die Mütze, oder was? Jetzt machen wir mal die Botten raus. So. Ich höre doch schon wieder Buben. Die hören das, hä? Sind das für eine Schallillusierung? Die wissen, wo ich bin. Ja, gucke da. Als Maul. Geh mal weg. Ah! Ich will hier weg. Geht das schon wieder los? Jetzt kommt der Horte. Oh nee. Braucht Zeit. Oh! Oh shit. Ich will nach Hause. Kann hier nicht raus wegen dem Bot? Ja, und selbst wenn ich hier rauskomme, ich muss draußen schießen. Ach, so schön ruhig. Oh, shit, der Bot. Nee, das wird nicht. Was ist das für ein Dulli? Dein Vater hat dich aber ein bisschen zu doll verwackelt früher, hä? So, jetzt muss ich mir einen Plan machen. Ja, die Bubis hier, das ist ja überhaupt nicht mehr feierlich. Ich muss ja raus. Sehen Hücken oder was? Ja, ein Bench hat schon wieder ein Häufchen gemacht. Das gibt's doch nicht. Wo kommt die nur her? Jetzt kommt die von der Seite wieder und macht die Bude hier auf. Ich komm hier nicht raus. Der macht die öffnen, rennt weg. Das ist, ob du auf dem Scheißhaus sitzt, auf dem öffentlichen. Die wartet, bis ich rauskomme. Guck, guck. Wo rennt die nur hin? Die will, dass ich hier um die Ecke gucke, weil der Bot nämlich doch... Hey, wo ist denn der Bot hin? Da. Ich will weg.
Du musst richtig rein mit dem Arsch. Pack die Knifte ein. Guck, da ist eine Stadt. Da gehen wir hin. Das ist gemütlicher. Und dann gehen wir zum Flugzeug. Jetzt haben wir aber ganz schön, hä? Aber richtig, hä? Das ist wie die Aliens, die ihn mit der Analsonde penetrieren, hä? Ja, die Amis, die sind doch so ein bisschen anal fixiert, ne? Und dann bilden die sich ein, ach ja, ich wurde entführt und so. Und die Aliens haben ja ethisch nicht vertretbare Dinge in den Po reingeschoben, ne? Ja, das träumen die. Das wollen die. Ja. Weil sie kein Geld haben für eine Krankenversicherung. Oder halt einfach aus Prinzip keine Krankenversicherung haben wollen. Ne? $20 sind denen wahrscheinlich wieder zu viel im Monat. Und wahrscheinlich vermissen sie das irgendwie so, ne? So die kleine Hafenrundfahrt und so. Aber mittlerweile, seitdem es Handys gibt und Handyvideos gibt und 2K und 4K Auflösung, gibt es erstaunlicherweise so gut wie gar keine UFO-Sichtung mehr. Jetzt müssten sie doch eigentlich erst recht zu sehen sein. Alles schön scharf und sowas. Nee, scheiße, ne? Tja. War früher einfach mal diese alten VHS-Kameras, da konnte man einfach mal hier so in eine Mütze da rumwerfen, da hat man das hier so mit so einer wackeligen Kamera gefilmt und so, oh ja, Aliens und so, ne? Erbärmlich. Da habe ich habe schon als Jugendlicher bessere UFO-Videos selber gefaked, ne? Das ist wie mit den Kornkreiszeichen. Das haben in den 50er oder 60er Jahren irgendwelche Studenten mal aus Gag gemacht, weil sie da irgendwie eine geometrische Form da machen wollten. Und seit der Zeit machen das ein Haufen Leute nach und die Amis sind halt ein bisschen naiv, ja, und denken halt, das sind Aliens, ne? Na klar. Was sonst? Der Mensch ist ja zu sowas gar nicht in der Lage, ne? Genau wie Pyramiden bauen und so. Und das Internet haben wahrscheinlich auch Aliens erfunden, ja. Und Scum natürlich, ne? Scum. Das haben Reptiloiden erfunden, um uns auf die Invasion vorzubereiten und so, ne? Jeder, der keinen Chip im Kopf hat, und Bill Gates, ne? Ja, wird dann halt versklavt zu Puppies, ne? Darauf bereiten uns die Reptiloiden halt vor. Sind wir so gut Bögen laufen? Oh. Ich geh mal hier rein. Ja. Warte mal, wenn wir uns hier da vorstellen, kommen die Puppies nicht rein. Ja, du bist wohl vom Flugplatz oder was? Du Larry. Warte mal, vielleicht mal Seife. Da hat er noch seine FFP2-Maske hier liegen lassen, hä? Damit die Nanoviren. Ah! Damit die Nanoviren uns nicht dingsen können und steuern können und sowas, ne? Genau, Reptiloiden und so. Na, ist doch schön gemütlich hier, ne? Guck mal, hier haben wir unsere Bolzen, unseren Kleber. Ab und zu kommt mal ein Puppi. So, ab und zu kommt der Puppi. Oh, guck, wie die hüpft. Sollst du da liegen bleiben. Das war ein schöner Seitwärtssprung, hä? Vorderrad fürs Fahrrad. Ja, ist ja warm, Böhnchen. Komm, jetzt gehen wir zurück zum Flugplatz. Nein. Böhnchen. Böhnchen. Da oben ist ein Kartoffelfeld. Ja, schön. Kartoffeln können wir ja nicht fressen. Das schmeckt ja immer ein bisschen komisch. Böhnchen ist doch ein Allmann. Das schmeckt alles komisch, außer Kartoffeln. Was schmeckt denn da so komisch? Das habe ich ja noch nie gegessen. Ach, du musst doch mal offen sein. Nee, aber... Ich glaube, ich bleibe bei Kartoffeln. Was ist denn das? Es ist scheiße. Töte Oma. Oh. Das hängt mir im Hals. Ich hoffe, das Kaffeesatz ist nicht wieder eine Fliege. Oh, nee, warte mal. Was wie? Das ist kein Kaffeesatz.
Oh, wie ich das hasse. Da war doch erst ein Fliegenvieh drinne. Und jetzt hängt das hier fester. Ich krieg das nicht raus. Dann sehen sie es gleich runterrutschen, wird, weißt du? Brauchst du heute keine Königsberger Möpse zu machen? Oh, hast du die Nase aufgerüppt? Hier, welchen diesem Scheiß? Eigentlich ist das ja festgeschweißt, ja, die Tritzer, das machst du ja immer ab. Weil das Schwachsinn ist. Ich stehe ja mitten auf dem Flughafen rum, na, nicht inmitten, aber. Ich ernähre mich am besten bloß noch von Kaffee und Fliegen. Da sind wir wieder bei den Gemüsepreisen, ne? Hm. Ah, ich sag aber auch, es schmeckt ein bisschen komisch, ne? Aber ich krieg's nicht rausgekotzt. Das hängt im Hals drin, ja. Ich bin kein Flugzeug. Das ist unser nächster Loot. Ja, guck ich, ja, Flugzeug. Wunderhübsch. Also wir könnten jetzt nochmal zur anderen Seite des Flughafens rutschen und da mal in die Hallen gehen, aber dort wird es wahrscheinlich genauso ausgehen wie gerade eben. Was wir aber mal zum Abschluss machen können, wo sind wir denn? Da unten, da oben, da Mitte. Ich fliege jetzt hier runter zu Z0, da ist ein Flugplatz. Da schaue ich mal, ob wir hier noch ein Reparaturset finden. Das war's dann. Dann ist der Tag heute auch schon gegessen wie die Fliege. Halb und halb und so, nicht von Bedeutung. Mein Gott, ist das für ein Weg hier. So, na dann hier. Rubbel die Katz. Was hab ich hier gar keine Geldkarte mit, hätte ich aber gleich mal danken können. Ja, da, wenn wir hier nichts finden, müssen wir zum Bunker, ne? Das ist, da wird die Sendung hier halt wieder ein bisschen länger hier, ne? Nützt ja nicht. Benzin können wir auch noch trinken. Das ist dann so der Not. Notfall, ne? Ach, wir werden hier schon was finden. Halt! Oh, die Lenkung, hä? Wie mit dem Bollerwagen. Da warte doch mal, ich will da die Hitsche in Position oder bringen fürs Häme. Fliegen. Wir haben hier noch eine Mumel. Ja, jetzt kriegen wir erstmal wieder vor den Sack. Mach's denn du! Die Puppe ist weg! Die ist zur Hölle gefahren! Jetzt mal Schraubendreher mitnehmen können. So, warte mal. Jetzt können wir uns ja ein bisschen erleichtern. Ja, auf jeden Fall haben wir mit den Puppis schon mal Glück, hä? Oh, da steht eine Leica. Mal wieder. Oh Gott. Oh, da, Reparaturkistchen. Das ist ja eine nice Scheiße. Geh weg, du dumme Kuh. Ist noch ein? Aber wie schnell man gierig werden kann, das ist ja erschreckend. Das ist ja für eine müde Scheiße. Diese Details. Oh, guck mal, das kannst du ausrüsten. Survival-Tipp, du kannst nicht essen, wenn du eine Maske trägst. Das haben die extra hier reingemacht, weil in den Steam-Foren die Leute dauernd die Foren zu spammen. Ich kann nichts essen, kann nichts trinken. Schicken noch ein Screenshot, wo der Dulli da mit Maske drauf sitzt. Hier drauf steht. Barbie oder so. Keine Ahnung. Ach, was rede ich rum? Jedenfalls Maske auf und so. Und deswegen haben sie das hier eingepflegt. Jetzt gibt's doch nichts zu fressen hier. Willst du meine Fliege haben? Ich kann es aber nicht mehr hochholen. Die ist schon ein bisschen zu tief. Nee, Zeug haben wir, brauchen wir nicht, ja. Echt, das ist immer irgendwie immer so, du suchst was zu fressen. Guck hier, hat keiner Bock gehabt, das Telefongespräch, erstmal einen Hörer daneben gelegt. Ja, was will ich denn jetzt mit den Schraubendrehern? Hör doch mal auf, mir so einen nutzlosen Scheiß zu geben. Was wir brauchen, ist fressen und saufen. Das arme Böhnchen. Ja, wir kriegen wieder nur Mist. Du, ist los. Ich bin ja viel davon kaufen. Ja, Button und der Stift hier. Irgendwas im Knacken. Knack und Back.
Was nehme ich mit? Müllfleisch? Papier? Stagler? Und das wäre Skater. Was? Mastika. Ich verstehe bloß Bahnhof. Flugbahnhof in dem Fall. Ne, wir haben ja Hut auf. Mein Gott, hier gibt's wieder nichts zu fressen. Gut, in der Werkbank sowieso nicht. Ja, ich weiß, du hast Hunger. Wir arbeiten doch schon dran. Nüffe. Könnt ein paar Nüffe essen. Scheiße hier. Wir schaffen jetzt erst mal das Gerümpel hier ins Flugzeug. Schau mal. Ja, die Lootfee will halt, dass wir jetzt in den Bunker gehen. Weißt du? Ach ja, das Klebeband schmeckt eh nicht. Das hatten wir auch gestern. Man soll nicht so viel immer davon fressen. Ich habe Hunger. Ich auch. Und? Wärst du nicht verreckt, da wärst du ja schon längst fertig. Da könntest du meine Königsberger Möpse machen. Wo müssen wir denn lang? Süden. Wir haben hier einen Bunker und hier unten ist ja auch noch so ein Gerümpel. Schredder. Südwesten. Menschen. Südwesten. Tschüss, Flugi. Wisst ihr, was auch geil wäre? Wenn man hier random Geldkarten findet. Jetzt kommst du hier nicht durch. Das ist ein Böhm, ja. Weißt du? Weil hier, die ganzen Puppis hier, das waren ja auch alles mal ehemal, also es sind ja alles Gefangene gewesen, ne? Man munkelt. Oder irgendwelche Leute, die bei Tech One gearbeitet haben und sich dann gegen das System gestellt haben oder sowas. Ah, oh, Süden. Ja, ja, du bist hungrig. Warte mal, hier gibt's ja Oliven. Da. Okay, ganz viele Oliven. Wieso kann der nicht essen? Ah, oh, scheiße, wieso frisst denn der jetzt nicht? Jetzt muss ich in das Steam-Forum reinschreiben, Bug. Ich hatte dieses Spiel. Nur Bugs. Weißt du, ich will das nicht mehr spielen. Hier funktioniert nicht. Ha, verarscht. Ich weiß, dass ich eine Maske auf hab. Ich wollte nur mal die Dullis nachmachen, die einfach das Spiel für ihre eigene Inkompetenz verantwortlich machen, ne? Ja, wenn irgendwas im Spiel nicht funktioniert, ja, dann ist immer das Spiel dran schuld. Ne? Und das Wetter und der Wind und der Habeck natürlich, ne? Ja, sowieso, ja. Das ist immer so, ne? Diese fehlende Selbstreflexion, dass man vielleicht selber Scheiße gebaut hat, ne? Ja, dazu brauchen wir auch einen gewissen IQ, ja. Das haben manche nicht. Die sind nicht in der Lage, selbst zu reflektieren. Das ist wie mit Tieren, die sich vorm Spiegel nicht erkennen. Aber wir brauchen echt was zu trinken. Weißt du, wenn das jetzt hier in dem Bunker nicht gibt, dann kann das übel werden. Ich meine, wir haben jetzt, warte mal, diese Aloe Vera, die hat auch Flüssigkeit, ne? Das ist aber immer sehr, sehr wenig. Agavenpflanze, gucke, wie schnell das weg ist. Also trinken ist wichtiger, ne? Vor allen Dingen, wir sind ja hier auch im Warm und du kannst hier ja auch einen Hitzschlag kriegen, ne? Das hier. Hinter den Dingern brauchen wir uns gar nicht erst verstecken. Na komm, dreht rum, Junge. Ich gucke doch bloß blöd. Kommen wir denn hier lang? Ah, da warte mal da hinten an der Tute. Das war jetzt unerwartet, dass er sich jetzt noch umgedreht hat, hä? Guck, hallo. Guck mal, nein, hä? Oh, die Scheiße, ja. Ein anderes Bett hier oben oder immer. Ja, Junge, komm her hier, wir essen Zeit. Ewig mehr an so alten Dinge drin. Da willst du mich ja verarschen? Beweg dich doch mal. Jetzt ist das jetzt aber gemacht am Körper. Ich habe Huhn gehört. Ein Huhn. Die Puppis rennen immer hinter den Hühnchen her. Ob die Bots das auch machen? Guck, okay, jetzt wird da Waffen drinnen. Wenn so bloß ein Revolver ist, hä? Wir sind ja spiegelig. Aber jetzt. Oh, guck mal. Oh! EMP!
Und Geli. Und schon, guck dir das an. Da kannst du wirklich der Flughafen mal eine Scheibe von abschneiden. Hier Pfeile, Carbonpfeil mit breiten Köpf. Mümpeln hier, 45er. Guck dir das an. Die ganze Bagage ist hier drinnen. So muss das sein. Da lohnt sich das. Hier noch mehr Mümpeln für die Knarre. Haben wir überhaupt aufgemümpelt? Wir haben gar keinen Platz mehr. Ja. Scheiß mal weg, ja. Gar keine Bubis hier, hä? Noch nicht. Nur im Eingang, aber. Da tut falsch nicht rein. Oh, das ist ein Rondell. Ein Rondellbunker. Ne, da weißt du was. Jetzt weißt du, warum hier nichts los ist. Einfach aus dem Nichts aufgetaucht, die Puppe. Sprenger, da oben ist eine. Jetzt weiß ich, warum hier nichts los ist. Na Kinder, wollen wir ein bisschen Spaß haben? Vergessen, dass die jetzt durch die Türen können. Ich hab Durst! Ich hab Durst, Mensch! Ich wollte sagen, Hunger und Durst, da wüsste ich auch nicht, was nimmst du jetzt? Ist alles bet. Hunger und Durst in einem Wort, Horst. Entweder das da unten oder hier oben. Warte mal, da ist was zu essen. Fleischsnack. Schön Salz. Guckebällchen, jetzt haben wir was zu essen. What? Was? Das haben gleich alle gehört. Komm nicht rein. Warte mal. Oh shit. Noch einer. Was ist das jetzt? Nicht gut. Mein Gott, verrecke du Pimmel! Noch mehr fressen. Aber wir brauchen jetzt zu trinken. Fressen haben wir jetzt erstmal. Trinken. Glück, Glück. Da wird nicht gut gekloppt. Ich dachte, da ist die Penner. Und Durst. Zwei Schuss. Hier drinnen war doch immer. Klade, Burger. Gut, also verhungern werden wir nicht. Und Bier. Das ist besser wie nicht. Wir trinken ein Schluck Bier. Aber nur ein Schluck. So, guck mal, das ist nur mehr Schokolade hier. Die Lutfee, hä? Die steht hier so für properes Bötchen, hä? Bötchen? Nee, Schokolade hat. Der hat Schokoladenverbot. Derzeit gibt es keine Schokolade. Toast? Also jetzt kriegen wir Haufen Fressen, hä? Ah, guck ich ja. Na gut, das ist jetzt ohnehin das Beste. Der Durst geht da nicht schnell genug weg. Da finden wir hier eine Armory und holen was Leckeres raus. Eine Cola. Ist das neu? Guck mal, Sicherungskasten. Nee! Wir sind trocken. Ist doch trocken. Es lacht so ein kleiner Grund, ich bin verschreckt.
Lübtag kommt ja. 100 Schuss. Shit. Oh, fuck. Es hat keine Höhe. Jetzt sind schon zwei Sprenger. Das wird immer feierlicher. Was hast du gedacht hier? Spider Frog. Das ist wahrscheinlich wieder so... Wahrscheinlich, dass er so ein Bunker, der völlig verpackt ist. Wo das Spiel dann einfach kein Ende mehr kennt. Na, man kann es ja mal probieren. Das ist neu. Du warst jetzt selber überrascht. Da die Spritze. Tote Gefangene können mit Phönixdrehen wiederbelebt werden, sofern der Kopf noch mit dem Körper verbunden ist. Als ob man ja jemanden... Na doch, das geht. Also im Mehrspieler geht's, dass man einen zum Beispiel mit der Schrotze die Birne abschießt, ne? Eine der seltenen Sachen, wo wirklich die Extremitäten weggeramscht werden. Jetzt haben wir doch tatsächlich Phönixträne rausgeholt, nicht, das ist zu viel gesagt. Ich würde sagen, scheiß auf die Armory. Die Phönixträne, die kriegt man hier nicht so schnell wieder. Was ist denn jetzt schon wieder mit deinem Bauch? Ach, Hunger. Ist das dein fucking Ernst? Fleischsteck hast du doch. Wieso hast du Hunger? Achso, wir verbrennen ja auch Energie hier beim Rumlaufen und so. Wenn wir es jetzt schaffen, hier rauszuhuppen. Wir müssen hier aber raus wieder. Das wird sehr, sehr schwer. Wenn hier wieder so viele Puppis sind. Ja, wir hätten ein bisschen was zu verkaufen, ne? Die Gilly sowieso, eh noch so am Flughafen, Flugzeug. Dann noch den Rosa, da bringt er auch ein bisschen Geld, glaube über 2000. Und ich glaube, das haben wir uns so verdient. Und die Phönix drehen. Ganz wichtig. Richtig und wichtig. Das hätte uns vielleicht vorhin am Flughafen das Leben gerettet. Vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Selbst wenn wir uns die Spritze reingerammt hätten, wir haben ja so schnell von den Puppies vors Maul gekriegt. Jetzt müssen wir uns ja ein bisschen, ne? Ach, wie mir die Puppe juckt, wie sie zittert, wie sie zuckt. Die ganzen Kisten hier, das lohnt sich ja normalerweise auch, aber das ist mir jetzt, nee. Das ist mir, nee, das ist zu hohes Risiko für mich. Wir müssen ja auch noch hier raus und an dem Bett vorbei und alles, ne?
Tja. Norden, Nordosten. Die Träne des Phönix! Mensch, das hätte heute nicht gedacht. Und es hat uns mal wieder bloß tot gekostet. Okay. Ja, manchmal sind die spontanen Ideen doch besser, ne? Oder die Not, die uns dazu gebracht hat, hier in den Bunker nochmal reinzugehen. Ich meine, wir hätten jetzt auch schnell nach Hause fliegen können, ne? Das, ups. Na, lach. Wir hätten jetzt auch ganz schnell nach Hause fliegen können. Ich habe einen Brunnen, da hätten wir uns tot saufen können. Ich habe auch noch einen See. Da wäre es nach dem Tod noch weitergegangen mit Saufen. Aber nee, wenn ich schon mal da bin, ne, gucke ich mich halt auch in der Gegend ein bisschen um. Das wäre sonst blöder, bei so einem Survival-Game mit so einer großen Map, wenn du da einfach runterfliegst, Reparaturkistchen, hast deinen Scheiß, fliegst wieder weg. Und dann bist du heim, dann bist du wieder dort, wo du sonst irgendwo da rumgammelst, ne. Aber nee, meine weibliche Intuition, ne, hat uns zu den Tränen des Phönix geführt. Keine Ahnung, wie wir das geschafft haben, das Schloss zu knacken. Ich denke mal, wir sind noch ein bisschen gebranntes Kind durch das AKW, ne? Weil wir es da nicht geschafft haben, das Ding aufzuknacken. Wir haben unsere Klamotten wieder. Gut, die Leiche ist weg, aber ich sag mal so, wenn man so einen Astralkörper hat, wie Böhnchen, ja, dann ist es klar, ne, dass Fans dann seine Leiche wegschaffen und wahrscheinlich sich da draußen zu Hause so einen begehbaren Schrank rauskneten oder sowas, ne? Oder so eine Kleiderpuppe oder sowas, ne? Lässt sich alles machen. So geht Ding. Gibt doch für jedes Gedöns hier, gibt's auf YouTube irgendwie ein Tutorial und sowas. Ist doch alles geht Ding. Ja, schon erinnert. Ich glaube, die Puppies oder sowas, die verknuspern sich jetzt an seiner Leiche. Was geht's uns an, ne? Sein steht wahrscheinlich in irgendeinem Zimmer drinne, ne? So, der Arm ist so gemacht als Regal oder Buchstütze, geht ja auch. Vielleicht sogar mit biegsamem Arm, ne? Da kann man dann so diese Leichenschrankwand, kann man dann natürlich so nach seinen Wünschen kneten und biegen, wie man will. Ja, doch eigentlich immer eine gute Idee, ne? So Möbel. Warum müssen Möbel immer so unflexibel sein, hä? Warum können die Möbel nicht einfach biegsam sein oder sowas, ne? Aber was weiß ich schon, ne? Ich bin ja bloß mit den Ideen, ne? Umsetzen, dazu bin ich so blöd. Ich kriege ja schon mal ein Zelt aufgebaut. Doch gut, ist ähnlich, was noch funktioniert. So. Bin sogar da, bin ich mir ein bisschen unsicher. So, jetzt sind wir schon fast da. Zertifiziert. Ah! Legu. Ach, hier war schon schön. Warte mal. Mach zu! Bähnchen! Wieso macht er das nicht zu? Ja, nun ist zu spät. Eine Disco Queen. Wie viele Reifen fehlen? 2, 3. Du bist disqualifiziert. So, komm jetzt ab ins Flugzeug. Ich muss ja irgendwann mal zum Kerner kommen hier. Ich habe schon mindestens 1 Kilo abgenommen. Ich schwitze wie eine Sau. Jetzt wird hier nicht mehr rumgelootet. Rein ins Flugzeug und ab dafür. Häme. Königstränen in Sicherheit bringen. Und dann suche ich sie wieder. So, na dann. Machen wir mal einen kurzen Check hier, wie es aussieht. So, Essen, Trinken, Fleischsnack, Softdrink. Ja, Zucker haben wir. Fett. Oh, shit. Da brennt's nicht. Das war hart aufgesetzt, hä? Die Karre hergestellt, Mann! Die Fenster! Jetzt kann ich mal ein Dach hier drüber machen über das Flugzeug, ja? Hast du das wieder so im Stehen, wie es auf alles? Nein, wie es böse wird! So, wir haben es geschafft! Jetzt können wir klar erstmal das Flugzeug reparieren! Weil du nicht wie eine Elfe gelandet bist und wenn dann wie eine sehr dicke Elfe. Weiß ich ja. Reparieren. Nichts passiert. So. Nachher kriegst du deinen Hamburger, wie versprochen. Setz schon mal mit deinem Arschloch da drin. Genau, wir machen hier noch ein Loch rein. Weißt du? Da kann er hier fressen. Ups, jetzt ist er weg. Und dann kann er gleichzeitig auch kacken. Das, warum noch aufstehen? Macht doch gar keinen Sinn. Ja? Gut. Wieder eine neue Idee fürs Möbelhaus. Ne? Ah, ich bin heute eine Koryphäe. Unglaublich. Ja? Ich kenne mich sowas von aus.
man fasst es nicht. So, ja, dann wünsche ich euch noch ein schönes restliches Wochenende. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr so lange Geduld gehabt habt. Und ich danke für den Support. Ich danke für alles. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.